Ich heiße nicht nur Captain Dux, sondern euch auch herzlich willkommen zur 29. Folge Medieval Dynasty. Ich habe immer noch sehr, sehr viel Spaß an dem Spiel. Wenn es euch auch so geht, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, vergesst das Abo nicht und den Kommentar unter dem Video. Ich muss was trinken, sagt er gerade. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Und damit, let's go. So schön was aus dem Fluss trinken. Geiles Flusswasser. Wir haben Ende vom Sommer. Ich habe in der letzten Folge ja hier diesen geilen Jagdplatz / Kräutersammlerhütte gebaut. Ja, nice. Gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Ich will mal gucken, wie unser Nahrungsmittellager aussieht. Ob wir da auch was verkaufen könnten. Weil wir einfach zu viel davon haben. Ich würde einfach mal alle Eier verkaufen. Weil wir schon echt viele Eier haben. Ah, aber vom Preis her... Ah, vielleicht mache ich Rührei draus. Karotten haben wir auch echt viele. Vielleicht verkaufe ich da auch ein paar von. Kohl. Ja, müssten wir auch was verkaufen. Krass viel Kohl. Wir haben auch viel Verdorbenes. Das werde ich mal zu Dünger machen. 10 Verdorbenes wären zu einem Dünger? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da, also das stimmt ja überhaupt keine Rechnung. Das ist ja richtig mies. Tja. Ich hole mal meinen Esel. Dann belade ich den schon mal. Muss ja jetzt nicht heute noch losreiten, aber vielleicht dann am ersten Herbsttag. Ja, der Esel ist leicht überladen. Ja, das Problem ist, ich habe keine Satteltaschen. Ne? Was ist, wenn ich jetzt selber welche mache? Wie viel kostet mich das? Kann ich das machen? 3 Tier. So. Satteltasche. Leingewebe, Zinnbarren, Leder. Haben wir noch einen Zinnbarren? Glaube nämlich nicht. Nein, wir haben nur Kupferbarren. Ich jag ganz schnell mal Zinn. Leder fehlt mir noch. Okay, dann haben wir aber, glaube ich, alles für eine Tasche. Dann gucken wir mal, wie viel mehr kann dann der Esel tragen? Ob wir da alles wegkriegen? So, jetzt haben wir so eine Tasche gebaut. Satteltasche hier. Plus 30 Gewicht. Okay, gucken wir mal. Ich weiß noch, dass das strange kompliziert war, eine Satteltasche da reinzukriegen bei den Esel. Wir müssten, glaube ich, erstmal die Satteltasche ins Inventar tun. Ja. Und dann mussten wir in unser Inventar gehen und dann H drücken zum Reittier wechseln. Da unten seht ihr es, ne? So, zack. Und jetzt haben wir erst diese Slots hier unten. Da muss die Tasche rein. So. Und dann können wir jetzt hier im Inventar von dem Dings auf die Tasche gehen. Und dann können wir F drücken zum Ausrüsten. Zack. Und dann haben wir die Tasche drin. Ne? Sehr schön. So, er ist immer noch überladen. Das ist ja kein Problem. Dann müssen wir halt noch ein bisschen... Dann müssen wir sagen, okay. Lassen den Kohl vielleicht doch hier. Den einen zumindest. Den einen Stack. Okay, jetzt könnten wir mit ihm losreiten. Aber ich werde erstmal schlafen gehen. Ab in den Herbst. In das Bett bin ich reingegangen, in dem hier bin ich aufgewacht. War eine krasse Nacht auf jeden Fall. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob das mit den Federn passt, aber ich denke schon. Können wir ja gleich vielleicht nochmal daran vorbeireiten. Wo ist mein fucking Esel? Ach so. Okay, das habe ich jetzt auch zum ersten Mal richtig gecheckt. Dass der
dass der beim Jahreszeitenwechsel wieder in der Garage ist. Also zum Jahreszeitenwechsel wird er wieder in den Stall transferiert. Einfach so. Wir sind hart überladen. Egal. Also ich frage mich, ob so ein Pferd mehr tragen kann. Als ein Esel. Oder ob das Pferd einfach schneller ist und dafür weniger tragen kann. Ach, keine Ahnung. Wir haben ja auch noch gar keine Pferde. Wenn ich es freischalten würde, würde ich natürlich meinen Eselstall abreißen. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ne? Alle Esel verkaufen. Schön. Money, money, money. Und dann, also die Kirschbäume, die werden langsam, ne? Ich glaube, im nächsten Jahr können wir Kirschen ernten. Oder können wir es jetzt schon? Kurzer Check. Wann erntet man Kirschen im Sommer? Ich bin überfragt. Ich glaube im Sommer. Im Frühjahr kommt die Blüte und im Sommer dann die Frucht. Vielleicht habe ich jetzt schon verpasst, einmal Kirschen zu ernten. Ey, vielleicht könnt ihr mir das in den Kommentaren nochmal erklären. Wie läuft das ab? Kann man irgendwann auch einen Karren bauen, mit dem man dann, den man beladen kann? Wo man dann im Prinzip ein Tier davor spannt und dann geht's los? Wenn es das nicht geben sollte, würde ich das gerne als Mod haben. Ich habe übrigens immer noch nicht nachgeschaut, ob es Mods für das Game gibt. So. Du kriegst erstmal meine ganzen Eier. Ich hätte daraus Rührei machen sollen. Egal. Dann habe ich 6 Eisenpfeile, die kannst du haben. Dann meinen gesamten Kohl. Warum habe ich noch so viel Verdorbenes? Ist es jetzt aus dem Kohl rausgekommen, oder? Ich glaube ja. Kann ich hier drauf auch auf das Pferdeinventar zugreifen? Nee, kann ich nicht, ne? Zum Reittier wechseln, genau. Ah, mit X kann ich zum Charakter transferieren. Das ist gut. Hä? Jetzt habe ich es runtergeworfen oder was? Ich würde es doch aber zum Charakter transferieren. Nein, jetzt habe ich es runtergeworfen. Och nö. Komme ich jetzt noch ran? An die Möhre? Ist das dumm. Das ist ja so dumm. Best good. Have a good day. Ich habe eben habe ich es noch gelobt. Das ist eine geile Funktion. Und dann schmeiße ich es einfach runter. Weil ich nicht X gedrückt gehalten habe, sondern X so gedrückt habe. Vielleicht im First Person? Hallo? Möhre? Ich hätte dich gern Möhre. Okay, ich habe, glaube ich, Möhren gewastet. Die liegen jetzt einfach hier. Ach, Mann. Egal, haben wir wenigstens ein bisschen was an Knete damit gemacht? Ein bisschen, ne? Auf jeden Fall haben wir unser Nahrungsmittellager aufgeräumt. Ich werde mal gucken, ob ich noch einen Menschen engagieren kann. Für mein Dorf. Hätte gerne jemanden mit guter Produktion. Ah. Aber alle nicht so gute Produktion. Höchster Wert ist 2. Wie sieht's aus mit Fische jagen? Könnt ihr das? Nee, auch nicht. Why? Ich glaube, ich nehme sie hier. Oh, it's you again.
Top. Wir sehen uns dort. Und dann gehen wir mal in die Verwaltung. Und wir haben hier noch ein einfaches kleines Haus mit einem Mann drin. Da kannst du gerne einziehen. So arbeiten darfst du. Arbeiten darfst du in der Schmiede. Jetzt die erste Schmiede, die ich einstelle. Oh, wir müssen ein Haus reparieren. Ja. Und in der Schmiede stelle ich jetzt mal ein, dass 2 Steinäxte pro Tag produziert werden. 2 Steinmesser. Ein Hacke könnten wir eigentlich auch produzieren. Auch mal 2. Ein Spitzhacker. Auch mal 2. Ja, okay. Lassen wir es erstmal so. Auf 74%. Ist okay. Vielleicht reicht es ja mit 2 Steinäxten pro Tag, dass unsere Holzfäller einfach nicht mehr nach Äxten schreien, sondern jeden Tag eine frische Axt haben. Ein Feldschuppen hat ein Problem. Ein Werkzeug. Und zwar Säckchen sind alle. Okay, ja, kein Ding. Säckchen mache ich gerne. Ah, guck mal da. Ich sehe den Schaden schon. Ja. Ja, das ist das einzige Haus, das wir jetzt noch nicht auf Stein geupgradet haben. Jetzt die Frage, haben wir genug Materialien? Sollten wir upgraden? Oder... Ah, ich glaube schon, dass wir genug Materialien haben. Wisst ihr, was ich meine? Sollen wir upgraden oder reparieren? Aber... So, erstmal Säckchen machen. Gib mir mal 17. 17... Ach nee, 20. Ich habe noch ein bisschen Leder gehabt. 20 Säckchen. So, jetzt brauchen wir Steine. Ja, easy. Sind genug. Okay. Dann stellen wir wieder ein. Dass alles aus Stein sein soll. Bitte. War nervig. So, jetzt die Dinger da oben und die Dächer. Ha, immer reiße ich den Dachboden mit ab. Es kann doch nicht wahr sein. Warzenschwein. Doch echt schwer zu treffen da zwischen dem Dachboden und so. So. Bauarbeiten am Haus abgeschlossen. Neues Steinhaus. Und werden wir gleich mal die Familie hineinbuxieren. Ja. Die Frau ist auch schwanger. Die braucht ein Haus. So. Sehr schön. Die sollten jetzt von der Stimmung her auch schön nach oben gehen. Werkstein habe ich erst 7. Also verputzen können wir es noch nicht. Ready für den Winter machen können wir es noch nicht. Schade. Aber das wird schon noch. Ich habe jetzt eingestellt im Grabungsschuppen, dass wir 50% Steine, 50% Kalkstein machen. Und ich denke mal, das macht schon den Unterschied dann. So, jetzt kann ich auf die Felder gucken. Jetzt gucken wir. So, Flachs ist gedüngt, noch nicht gesät. Hier wird Roggen gesät. Ist auch gleich fertig mit. Kohl wurde geerntet. Karotten auch. Die wurden schon gedüngt, aber ich glaube in der letzten Season schon. Hafer wurde geerntet. Wird gerade gedüngt. Okay. Apropos gedüngt. Jetzt verbrennen wir natürlich wieder sehr, sehr, sehr viel Dünger. Das heißt, der Kackimann muss wieder ran. In die Tierverwaltung können wir auch mal reingucken. Hühner. Wir haben 3 Hähne. Alter, 15. 15 Münzen. Für einen Hahn. Es ist einfach schlimm.
Ich glaube, ich sollte auch demonstrieren gehen als Landwirtschafter hier in Medieval Dynasty. So wie die Bauern jetzt draußen auf der Straße stehen und irgendwelche, finde ich übrigens sehr gut, irgendwelche Ausfahrten blockieren von Autobahnen. Müsste ich das, glaube ich, auch mal machen. wir haben zwei Ferkel. Also wir haben wieder ein weibliches Ferkel. Oh, das ist gut. So, was wollte ich eigentlich machen? Kacki sammeln, ne? Ey, kaum habe ich es eingesammelt, liegt hier schon wieder Kacki rum. Das kann doch nicht sein. Ah, guck mal. Sie ist schon da und arbeitet. Sehr gut. Die neue Schmiedin. Naja, ich bin gespannt, ob ich jetzt noch irgendwann nochmal Äxte herstellen muss. Aber ich glaube, ich habe auch noch viel Backup im Lager. Ne? So, wir können Hafer dreschen. Mache ich auch gleich mal. Das lasse ich mir nicht nehmen, das mache ich selber. So. Haben wir noch was wir dreschen können? Wenn wir schon mal einmal dabei sind. Nee, Roggen haben wir noch nicht. Das müssen wir noch. So, wie viel Kohle habe ich jetzt? 1635. Ich würde tatsächlich mal anfangen, Häuser zu dekorieren. Wir gehen jetzt mal hier rein und gucken uns das ganze Ding mal an. Ich habe das halt noch nie gemacht in dem Spiel. Wand. Was können wir da dran machen? Wir können erstmal Trophäen dran machen. Hirschtrophäe. Wiesentrophäe haben wir nicht genug Technologie, aber Hirschtrophäe. Aber es kostet halt erstmal 500, um das Schemata freizuschalten. Krass, krass, krass. Regale. Achso, im Hintergrund zeigt er mir schon, wie das aussehen würde. Regale können wir machen. Relief. Ach, so ein Holzschnitt. Oh, das ist natürlich auch geil. Da braucht man nur Bretter für. Aber wir haben nicht die Technologiepunkte dafür. Schade. Das finde ich cool. Das sind so ein bisschen Bilder, ne? Kerzenhalter. Brauchen wir zwei Eisenbarren für. Aber dann könnten wir die Häuser von innen beleuchten. Das ist geil. Haken. Hakenleiste zum Aufhängen von Sachen. Doppelte Hakenleiste. Komm, das lerne ich jetzt erstmal, weil da braucht man nur Holzstämme für. Ich gucke gleich mal weiter, was wir noch machen könnten. Theoretisch. Also, ich glaube, ich werde die Hirschtrophäe auch lernen. Holzdachboden. Wir verschiedene Slots da. Hier können wir auch viel lernen. Hängelaterne. Hängelaterne? Hätten wir die Mats für, aber leider nicht die Technologiepunkte dafür. Strohhimmeli. Aha. Blumenhimmeli. Strohkranzhimmeli. Blumenkranzhimmeli. Großes Blumenhimmeli. Großer Blumenkranzhimmeli. Wir können so ein Strohhimmeli lernen. Ja. Komm, wir machen jetzt mal ein bisschen was. Ich nehme mal ein paar Bretter mit. Ich weiß nicht, ob ich Bretter brauche, aber ich brauche auf jeden Fall Holzstämme. Stroh. Und ich glaube, Leinengarn. Und eine Hirschtrophäe. Wo ist eine Hirschtrophäe? Haben wir sowas? Hirschschädel. Ja, haben wir einen. Ich würde jetzt einfach mal das Haus jetzt hier nehmen als Beispiel und da einfach mal anfangen. So, guck mal, hier an die Wand hier kommen jetzt erstmal Haken dran. So, zack. Okay. Hier über das Ehebett kommt eine Hirschtrophäe. Zack. Geil.
Und hier oben drüber. Das wäre einfach Licht. Kommt so ein Strohhimmeli. Auch nur Stroh. Komm, ich mach das überall jetzt dran hier. Okay, er hat 57 Stimmung und es geht auch noch nach oben. Also. Ja, warum nicht? Läuft. Machen wir hier mal weiter. Haken. Machen wir mal nicht überall hier Stroh an der Decke und so, sondern. Erstmal nur so und dann können wir hier drüben vielleicht nochmal Haken dran machen. Okay. Haben wir ein bisschen dekoriert von innen. Können wir mal gucken, ob das den Unterschied macht. Obwohl, wir können doch auf dem Boden was machen, ne? Aber ich habe keine Kohle mehr. Ich habe keine höchstens für einen Wildschweinteppich. Bisschen Pelz. Dann habe ich wirklich keine Kohle mehr. Ich hole mir noch ein bisschen Pelz. Und dann legen wir überall noch einen Wildschweinteppich rein. Pelz unter P. Da ist er. So, hier tun wir auch einen Wildschweinteppich rein. Hier noch nicht. Aber an das hier. Zack, Wildschweinteppich. Schön. Ja, und jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir dekorierte Häuser und das sind die drei Häuser mit den glücklichsten Bewohnern, die wir jetzt aufs höchste Level gebracht haben, weil wir hier natürlich alles verputzt haben. Obwohl hier oben fehlt noch das da, ne? Haben wir noch Kalkstein? Ich guck mal. Und dann testen wir das jetzt einfach mal. Gucken wir mal einfach. Wie hoch geht da die Zustimmung? Oder wie heißt das? Die Stimmung. Egal. Kalkstein 14. Ja, das reicht. Hier auf jede Seite. Schön. Perfekt verputzt. Kann man hier eigentlich noch... Kann man an die Fenster? Nur Vorhang? Geschlossener Vorhang. Oh, das ist cool. Aber kann man von außen noch Blumen dran machen? Holzfensterläden? Das ist ja geil. Ja, man kann von außen noch kleines Pflanzgefäß aus Holz dran machen. Oder großes Pflanzgerät aus Holz. Oh, man kann die Tür ändern. Oh mein Gott. Und man kann ein Licht vor die Tür setzen. Oh. Alter, krass, krass, krass. Das kann man an die Wand hier machen. Auch nochmal sowas, ne? So eine, so Regale. Ja, nice. Also man hat noch echt viele Möglichkeiten. Also so ein Licht an jedem Haus fühle ich extrem. Also lasst es mich bitte machen. Ich brauche halt nur extrem viele Technologiepunkte dafür. Aber irgendwann vielleicht. Es ist ja auch mit Beleuchtung im Dorf immer noch so ein Thema, ne? Ich würde gerne halt schon diese Laternen hier anbauen. Aber dafür haben wir einfach noch nicht genug Technologie. Da müssen wir noch ein bisschen leveln. Naja. Erstmal schlafen. In mein undekoriertes Haus.
mein dunkles, undekoriertes Haus. Wie sieht's jetzt mit der Stimmung aus? Alter, hier ist einer dabei. Die hat jetzt einfach 91 Stimmung. Aber die ist Mutter, ne? Das erklärt so einiges. Weil der Scheunenknecht hat jetzt zum Beispiel 63%. Der hatte vorher 57%. Also, ja. Wir drücken das schon ganz schön nach oben. Der niedrigste hat jetzt 31%, aber es geht nach oben. Die Schmieden. Hätte wahrscheinlich so wenig, weil sie gerne was anderes machen würde. Ja, ich kann sie irgendwann, kann ich sie in einem Dings, in so einem, ach, wie heißt das denn? In so einem Händlerteil da reinsetzen. In so einem Verkaufsstand. Weil sie hat 3 in Diplomatie. Das wäre, glaube ich, ihr Ding. Mach nochmal ein bisschen Tierfutter. Und würde danach mein, gucken, wie viel Roggen und Haferkorn ich brauche. Und würde das dann verkaufen wollen. Weil das bringt nochmal richtig viel Geld. Und wir brauchen gerade Geld, weil ich extrem viel Moneten für Schematas verballert habe. So, gucken wir in die Verwaltung. Wir müssen wissen, wie viel Hafer wir brauchen. Okay. Also wir lassen mal 100 Haferkörner hier. Das heißt 448. Und 100 Roggenkörner. Das können wir uns jetzt so ein bisschen so als Status Quo merken. Einfach 100 von jedem da lassen und dann ist die Aussaat halt gesichert. Wisst ihr, was ich meine? Kohl können wir auch gleich mitnehmen. Und Karotten auch. Da brauchen wir ungefähr 33. Und dann gehen wir den Bums mal verkaufen. So. Alter. Das bringt halt immer richtig, richtig viel Knete. Wenn wir einfach die Samen verkaufen. Ist immer super. Ich habe jetzt schon 2 Händler leer gekauft. Mit den Samen. Ich glaube, ich habe mich festgestackt mit dem Esel. Kann ich jetzt auch sagen, befreie mich? Interessant. Hello. Whatever you need, take care. So, dritter Händler leer gekauft. How can I help you? Oh lol. Vierter Händler leer gekauft. Er hat noch Geld. Krass, krass, krass. My worst. Goodbye. Okay. Jetzt haben wir wieder 4000 Münzen. Ja, easy peasy. 4 Händler leer gekauft. Wahrscheinlich hätte ich noch mal mehr bekommen, wenn ich das Zeug zum Mehl gemacht hätte und so. Aber ja. Man kriegt ja auch so schon einen Haufen Knete dafür, habt ihr ja eben gesehen. Für die paar Körner, die ich da hatte. Sieht's auf den Feldern aus, Roggen ist ausgesät, schön. Hier wird kräftig gepflügt, auch schon alles gedüngt. Top. Ist doch super.
Ich bin halt die ganze Zeit schon am Überlegen, ob ich noch ein Weizenfeld hier hinten hinsetze. Einfach nur für Knete. Wisst ihr, was ich meine? Das Ding ist, ich müsste eigentlich für Landwirtschaft das Ding selber pflügen dann. Dass ich einfach ein bisschen was an Landwirtschaft bekomme. Also an Skill. Hey, isst hier keiner das Rührei oder was? Mit euch. Schmeckt doch gut. So, einfach mal riesiges Weizenfeld. Einfach für Knete. Ich habe mir gleich mal zwei von den Steinhacken besorgt, die meine Schmiedin gerade hergestellt hat. Und jetzt skill ich ein bisschen Landwirtschaft. Ja, ist eine größere Aufgabe, als ich gerade dachte. Aber ich würde sagen, weil wir jetzt auch schon die Zeit rum haben, ich mache das beim nächsten Mal fertig. Und das war's mit dieser Folge. Mad Eagle Dynasty hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir müssen beim nächsten Mal auf jeden Fall uns um Brennholz kümmern, sehe ich gerade. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, vergesst das Abo nicht und den Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.